Hör nicht zu viel auf deinen Kopf. Er führt dich nur ins Labyrinth. In jedem Wunsch steckt eine Chance und im Spiel des Lebens kannst du nur gewinnen. Zu Hause und habe keinen Bock zu kochen, deswegen wird heute mal die Tiefkühle geplündert und Thore hat mir eingefroren, noch vom April, vegetarische Bolognese für Muff allein zu Hause. Perfekt für heute. Leute, ich muss euch mal eben kurz was zeigen, einfach weil ich es geil finde, nämlich meine Uhr. Um nicht um anzugeben, ich sag's direkt von Anfang an, die gehört nicht mir, die gehört Omega. Ich habe sie mir geliehen, weil meine in der Reparatur ist. Das hier ist die Moonwatch. Und das finde ich so geil. Diese wunderschöne Uhr, so klassisch, elegant, wurde damals als erste Armbanduhr auf dem Mond getragen von den Astronauten als Zusatzinstrument, denn man konnte hier, wenn alle Instrumente ausgefallen sind, trotzdem die Geschwindigkeit errechnen, hier durch diesen Ring. Und das finde ich so faszinierend, dass man die jetzt so trägt, obwohl das eigentlich ein Werkzeug ist. So, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Jetzt muss ich sie wieder abgeben. Oder ich behalte sie einfach. Schöne Grüße an Omega. Wer die Geschichte noch zu Ende hören will, also der Astronaut damals, 1969, ist dann oben auf dem Mond gewesen und hatte tatsächlich diese Uhr dann über seinem Raumanzug an mit so einem ganz großen Band. Und auf allen Fotos war auf einmal diese Uhr zu sehen und da haben sie von Omega gedacht, warte mal, was ist denn da los? Und zack, war die Moonwatch geworden. Ne? Und das ist so lustig, das war keine geplante Pair-Aktion, das war sozusagen eigentlich nur ein sehr glücklicher Zufall für die. Aber trotzdem hat diese Uhr jetzt echt Geschichte und das finde ich cool. So, Schluss! Jetzt geht's zu taff. So, Herr Ritchie, die Tochter des Erlebens 22. Geburtstag ordentlich krachen lassen. Die Dachdeckung wurde Montag mit einem Film. Wir sind auf dem Weg zur Baustelle und eigentlich geht es um Punkt 8 los und deswegen gab es schon fast eine Trennung zwischen uns, denn Thore hat ja eine... Der Kran ist schon da, der war schon um halb acht da. Und jetzt unser Nachbar hat uns informiert. Den Aufbau vom Kran verpasst. Er hat nicht gesehen, wie der Kran anrollt. Also es passiert noch nichts am Haus, aber der Kran ist angerollt. Ja, so, jetzt. Thore ist sauer. Ich habe mir ja vorgeschlagen, dass wir dann vielleicht gar nicht mehr fahren, weil lohnt sich ja jetzt auch nicht, wenn der Bagger schon steht, oder? Warum wollen wir dann auch noch? Das ist ein Kran. Ja, der Kran. Du warst einfach zu spät heute Morgen, ganz einfach. Und jetzt kommen wir halt 5 Minuten zu spät. Dann habe ich dir noch einen Kaffee gemacht, da, mit Hafermilch, weil wir keinen anderen Milchkaffee holen konnten. Tag ist im Arsch. Aber Schatz, wir könnten natürlich jetzt auch noch hinfahren und gucken, wie der Keller aufgebaut wird. Wäre das nicht auch geil? Die gesamte Welt hat sich gegen Thore heute verschworen, denn jede Ampel ist rot. Aber Muff kommt mit der Rettung. Ich habe die Kamera hier und ich berichte dir. Und? Die Wände stehen. So eine Scheiße. Die war noch nie auf der Straße zu uns, war noch nie Stau. Ich kann dir auch sagen, warum da Stau ist. Weil die gesamte Straße gesperrt ist für einen riesen Kran. Stimmt. Wir haben noch Zeit, Schatz. Jetzt ist er da, der Moment. Wir fassen zum allerersten Mal die allererste Wand an von unserem Keller. Eins, zwei, drei. Schön glatt und kalt.
4 LKWs ist unser gesamter Keller. Und dauert einen Tag. Das ist echt crazy, wie schnell das geht. Hier, da unten stehen jetzt schon fast alle Wände. Und dann wird das alles abgedichtet und gedämmt. Und in ein paar Wochen kommt dann schon das Haus. Kran anrollt. Also es passiert noch nichts am Haus, aber der Kran ist angerollt. Ja, so, jetzt. Hab ich dir noch einen Kaffee gemacht, da, mit Hafermilch, weil wir keinen anderen Milchkaffee holen konnten. Tag ist im Arsch. Aber Schatz, wir könnten natürlich jetzt auch noch hinfahren und gucken, wie der Keller aussieht. Hab ich dir noch einen Kaffee gemacht, da, mit Hafermilch, weil wir keinen anderen Milchkaffee holen können. Tag ist im Arsch. Aber Schatz, wir könnten natürlich jetzt auch noch hinfahren und gucken, wie der Keller aussieht. Die gesamte Welt hat sich gegen Thore heute verschworen, denn jede Ampel ist rot. Aber Muff kommt mit der Rettung. Ich habe die Kamera hier und ich berichte dir. Und? Die Wände stehen. Jetzt hat Thore fast gerade einen Herzinfarkt bekommen, weil sich der Kran tatsächlich bewegt hat und wir dachten, es geht wirklich schon los und wir sind nicht dabei. Aber es wurden nur diese Stangen nach unten transportiert. Also. Jetzt kommt ein Eimer. Okay, Schatz, ich geb's zu. Ist echt scheiße, dass wir nicht schon da sind. Wir verpassen alles. So, ich bin jetzt hier im Studio bei taff und Anne fragt mich die ganze Zeit aus, was bei uns auf der Baustelle los ist. Sie kann es gar nicht, also sie saugt es in sich ein, weißt du, da ist einfach Begeisterung, das finde ich schön. Mega spannend. Ja, so. Doch das ist nicht das Ende ihrer Geschichte. Anlässlich ihres morgigen Geburtstags blicken wir zurück auf Shania Twain. Ich habe alles überlebt. Kämpfen musste Aileen Spannung. Wie Shania eigentlich heißt schon immer. Sie erblickt am 28. August 1955 in Ontario, Kanada, das Licht der Welt. Ihre Mutter wie er sich freut. Ihren Mann, da ist Shania gerade zwei. Die Armut wird zu ihrem ständigen Begleiter. Fußboden heißt guten Morgen vom Bau. Hier oben wird heute unsere Erdgeschossdecke gegossen und ich gehe jetzt hier das erste Mal in den Keller. Hier, diese Leiter lassen wir übrigens, da haben wir gespart. Nee, hier kommt auch eine Treppe hin, aber jetzt hier. Das erste Mal im Keller. Wir sagen ganz viele wahrscheinlich, ja, das ist ja nur ein Keller. Nee, ey, das ist das erste Mal, dass ich jetzt in einem geschlossenen Raum von unserem Haus stehe. Hier, mein Hobbyraum. Da ist er. Ach, das ist so toll. Baustelle gefunden. Cartridges steht hier. Das hört sich an wie eine Kanone und ein Schild. Oh, damit werden Nägel geschossen und das machen wir jetzt. Geil, Rudi. Gut, gell? Das ist geil. Doch, wer denkt, Rudi und ich gucken hier noch zu, der hat natürlich grundsätzlich recht, aber wir packen auch mit an. Wir haben hier gerade die wichtige Aufgabe, den Kanal freizulegen, obwohl den größten Teil hier weggebaggert hat, hat gestern schon Jana mit unserer Baufirma. Rudi und ich müssen jetzt eigentlich nur noch, danke, aus, diese Stöcke hier reinstecken, damit man es wiederfindet. Das ist meine Aufgabe. Aber ich habe noch was, zeige ich euch jetzt auch. Wie sieht es fast nämlich aus?
Und wie das fachmännisch ausschaut, das ist wie eine Goldsuche. Ja, mit, ja, genau. Das ist auch so schön, wie als würden wir Gold finden. Ja, ist so. Das Rohr! Ja. Da ist. So, los geht's. Jetzt kommt unsere Decke. Oh, und unser Nachbar. Und wir sitzen in der ersten Reihe. Team Betonpumpe. Los geht's. Gleich geht's los mit Taff, aber wir hatten gerade noch einen Zwischenfall, Leute. Ich sag's euch. Meine Kollegin Annemarie ist mit dem Auto liegen geblieben und wir haben jetzt 4:30, um 5 Uhr geht's live los. Und da, unser Aufnahmeleiter, kriegt gerade schon ein bisschen Panik. Ja, mal gucken, ob wir das hinbekommen, ne? Läuft, sonst mach ich allein. Okay. Alles klar. Kein Witz. So, Leute, die Uhr tickt. Noch ist die Frage, moderiere ich gleich alleine Taff oder nicht? Um 17 Uhr geht's los, also. Es bleibt und ist spannend. Bis gleich. Leute, da sitzt sie. Ganz ruhig. Sie ist noch ein bisschen geschockt. Sag mal, was mit deinem Auto war, bitte. Der Tuch hat mich von der Straße gezogen. Aber was war vorher mit dem Auto? Ich weiß nicht. Das wollte nicht so, wie ich das wollte. Das Benzin war alle. Das hat mich nicht gewarnt. Merkst du selber, ne? Was denn? Nee, ist okay. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich froh, dass ich kein Schutzblech habe. Das macht echt Sinn, muss man sagen. Sieht aus, als hätte ich mir in die Hose geschissen. Naja. Feierabend. Da wurde das Video erst heute Morgen hochgeladen. Ach krass, ey. Ja, egal. Also, gestern Abend war ich mit dem Fahrrad unterwegs, war ein bisschen dreckig. Und ich kaufe mir jetzt keine neuen Schutzbleche, ich kaufe mir was anderes. Weil viele haben zu Recht kritisiert, dass ich immer ohne Helm fahre und deshalb werde ich mir jetzt einen Helm kaufen. Ist das nicht schön? Und dann hat das mit dem Meckern vielleicht ein Ende. Dann dürft ihr nur noch meckern, weil ich auf dem Fahrrad manchmal Stories mache. Das ist natürlich auch absolut nicht richtig. Meistens mache ich das aber auch wirklich nur, wenn ich irgendwo durch den Park fahre und da eh nichts los ist. Und dann ist das mein Ding, dass ich tatsächlich mich auf die Fresse lege und ich sage jetzt, weil ich ja auch sozusagen eine Vorbildfunktion habe, dass das natürlich absolut falsch ist, liebe Kinder. Fahrt mit Helm und schmeißt euer Handy da weg. Also nehmt es. Man könnte das schon echt ärgerlich nennen, ne? Wenn man mit Wasserkisten durch die Straße läuft zum Laden hier und neues Wasser holen will und der dann zu hat, weil er erst um 13 Uhr aufmacht. Ey Leute, wer macht denn bitte erst um 13 Uhr auf? Wer fängt denn erst um 13 Uhr an zu arbeiten? Jetzt trage ich die Scheiße wieder zurück und dann fahre ich zur Arbeit. So, jetzt meine erste Story mit Helm. Ich habe mich hier für so einen Airbag entschieden und nicht auf dem Fahrrad. Seid ihr ein bisschen stolz auf mich? Ich hoffe es. So, jetzt geht's gleich wieder los mit Taff. Ich bin gespannt, wo Anne ist. Ihr wisst, ich mache ja gerne auch mal Werbung, weil geil. Bei dem Ding weiß ich es noch nicht. Also das ist ja nichts Neues hier. Aber die Idee ist natürlich geil. Ne? Hast nichts auf dem Kopf, hast hier nur so ein Teil drum. Und wenn du halt einen Unfall hast, erkennt das Ding und schießt dann so ein Airbag los. Ob das geil ist, kann ich euch erst sagen, wenn was passiert. Dann sage ich es aber direkt. Mal schauen. Das gleiche mache ich ja gerade auch mit meinem Bart.
Da wird man auch gerade überschüttet von diesen mega coolen Typen bei Instagram, die so einen mega schönen Bart haben und dann sagen, dass diese Löcher hier alle wieder zuwachsen können. Man muss da nur mit so einem Roller drüber rollen, dann so ein Zeug drauf machen. Ja, ich rolle wie bekloppt. Hier, das ist im Moment auch rot. Aber sonst tut sich im Moment noch nichts. Ich halte euch da aber auf dem Laufenden, ob das halt alles Schwachsinn ist oder ob es wirklich was bringt. Mal schauen. Vielleicht ist das Rote ja auch die Lösung. Morgen. Das ist irgendwie die Fahrradwoche bei mir, denn ich laufe gerade, man sieht es, ich hole nämlich heute mein neues Fahrrad ab. Meinen neuen Drahtesel, oder besser gesagt meinen neuen Holzesel. Das ist ganz lustig, vor ein paar Wochen bin ich seinen Esel hier an dieser Stelle gefahren und genau hier bekomme ich jetzt meinen Esel. Da steht er mit dem Chef, mit Christoph. Tatjen. Hallo, grüß euch. Guckt euch das an, das ist er, mit Moderatore drauf, ich raste aus. Ich habe mit dem Christoph vorher telefoniert und ihr habt das nach meinem Maß gebaut. Das ist ein Fahrrad nach Maß, ne? Genau, ja. Also wir können die Räder in drei Größen machen, aber eben komplett individuell, wo wir die Körperdaten nachrechnen und dann schauen, wie muss man perfekt sitzen und dann eigentlich das Rad so von den Dimensionen anpassen, dass genau deinem Körper und deiner idealen Sitzposition entspricht. So, das heißt, ich kann jetzt hier ideal drauf fahren mit Muskelkraft, aber das ist das Geile, auch elektrisch, das ist ein Elektrofahrrad. Das ist so cool, man sieht das gar nicht. Aber es ist tatsächlich, wenn ich mal faul bin, kann ich mich unterstützen lassen und dann fliege ich sozusagen hier durch München. Es schiebt so an, muss so aufpassen, echt, damit dass ich hier nicht, dass ich hier euch nicht überfahre. Geil, das mag ich. Erste Fahrt mit meinem neuen Bike. Was ich sagen muss, das ist so krass. Ich glaube, ich hatte bis jetzt immer ein falsches Rad, also von den Größen her und von den Proportionen. Und das macht so viel aus. Das Fahren und die Kraftübertragung ist so viel besser. Und was auch sehr praktisch ist, den letzten Berg hier in Unterföhring fahre ich jetzt elektromäßig hoch und dann bin ich noch nicht mal durchgeschwitzt, wenn ich hier ankomme. Auch sehr praktisch. Also, ich bin sehr glücklich. Wir haben hier gerade so ein Mysterium. Thore hat ein Paket bekommen mit einer, was ist das? Zugsäge. Eine Zugsäge. Wie ich gerade gelernt habe, super praktisch. Kann man überall mitnehmen, kann Sachen zersägen, Körper zersägen oder Bäume oder sonst irgendwas. Hast du für Fernsehen geguckt? Oder? Ja, ist doch so, oder? Du willst es für Bäume benutzen, aber man kann damit auch alles, ne? Ja, richtig. Ja, und Thore hat es geschickt bekommen, hat es aber nicht selber bestellt. Danke. Ich finde es auf jeden Fall geil. Also, wer es geschickt hat, meldet sich bitte. Vielen Dank, Thore freut sich. Sollen wir das jetzt gruselig finden oder ist das ein schönes Geschenk? Gut. Ich habe den krassesten Handwerker als Mann, der mauern kann, der baggern kann. Aber an einer Mikrowellentür, da verzweifelt er, ne? Ja, 250 Euro die Tür und jetzt habe ich, glaube ich, nur Ersatzteile für nochmal 200 Euro kaputt gemacht. Wuhu! Ein ganz morgens entspannter Samstag. Ich will
Sehr lustig, ihn hier zu filmen. Wir sind gerade hier, weil wir eigentlich Bäume gezählt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes wirklich. Da hinten haben wir geguckt, wie die Bäume, die wir vor 2 Jahren hier angepflanzt haben, wie die das überstanden haben. Und das ist im Moment wirklich sehr schwierig. Und umso wichtiger ist es eigentlich, dass wenn ihr ein Projekt unterstützt, dass es ein cooles Projekt ist, die nachhaltig pflanzen. Und nicht einfach nur hier, ja, Baum, egal, so und so viele Millionen Bäume werden gepflanzt, sondern es ist ganz wichtig, nicht die Menge, sondern welche Bäume und wo man die pflanzt und zu welcher Zeit man die pflanzt, damit das halt nachhaltig ist. Und hier, ich habe das ja gerade gefilmt, Tree Lover ist eine Serie von Terra Canis, die haben auch noch andere Serien, Save the Ocean und Sunkeeper. Könnt ihr einfach mal reingucken, aber Tree Lover natürlich genau unser Thema, ne? Rudi, du magst Wald, ich mag Wald und ja, das Ganze nachhaltig aufzuforsten ist wirklich ganz wichtig, damit man Artenvielfalt schafft, damit man einen Wald schafft, der natürlich auch ja für unser Klima gut ist weiterhin und natürlich auch einen Wald, von dem wir Menschen leben können. Und deshalb finde ich das super. Wenn ihr also eurem Hund was Gutes tun wollt und auch noch dem Wald, ist Tree Lover genau das Richtige. Guten Appetit und schöne Grüße aus dem Wald. Man sagt doch, die Bauern mit den dicksten Kartoffeln und so weiter, ne? Jetzt rein theoretisch, gilt so ein Sprichwort auch nur, wenn man wirklich dicke Kartoffeln hat? Oder was ist, wenn man ganz kleine Kartoffeln hat? Oder ganz wenige, so wie ich? Weil das ist meine Kartoffelernte. Ich bin jetzt auch ein bisschen spät dran, aber trotzdem. Was heißt das? Bin ich jetzt ein Loser? Mist. Das ist immer so schön zu sehen, ne? Wie der Rudi rumspringt, was der für ein schönes Leben hat. Und man muss ja auch wirklich sagen, ja, da hat er Glück. Rudi, hör gut zu jetzt, lauf nicht weg. Denn es gibt so viele Tiere auf der Welt, die eben, ja, da ist gar nicht dran zu denken. Die müssen halt Glück haben, dass sie überhaupt leben dürfen, werden irgendwo in Tierheim eingeschläfert. Und ich möchte deshalb an dieser Stelle einmal darauf hinweisen. Ich weiß, es gibt ganz viele Organisationen und ihr wisst auch schon davon, aber ich möchte euch eine ans Herz legen, von der ich jetzt gehört habe. Das ist eine Bekannte von mir und vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Euro, der da zu spenden ist. Da würde man ein paar Hunde glücklicher machen auf dieser Welt. Schöne Grüße aus der Garderobe. Es geht weiter mit den Battles von The Voice of Germany und ich weiß nicht, was das bedeutet, aber bei mir steht eine Flasche Whisky hier rum. Nicht, dass ich mich beschweren will. Ich finde das grundsätzlich eine sehr gute Idee. Oder will mir damit jemand sagen, ich sollte vielleicht, bevor ich auf die Bühne gehe, mal einen trinken. Keine Ahnung. Ja, spannend. So, ich habe übrigens noch was. Ich habe eine neue Kiste. Ich habe eine neue Kiste, da ist mein Whisky eigentlich drin. Das ist eine Kiste, die wird immer hier hin und her gestellt, wenn ich nicht in Berlin bin. Das ist so schön. Thore Privat steht extra drauf. Mhm. Ja, um
Und während ich jetzt hier in Berlin bin, ist natürlich auch die ganze Zeit die Frage, was passiert bei mir auf der Baustelle? Und da passiert einiges. Und das Gute ist, ich bin ja die ganze Zeit mit dabei. Wir haben da eine Kamera stehen und ich gucke die ganze Zeit. Heute Morgen habe ich fast 1,5 Stunden dabei zugeguckt, wie ein Kanal gebaut wurde. Ich fand das wirklich spannend. Es gab auch manche Momente, da war ich nicht so sicher, klappt es nicht. Also wirklich der beste, die beste Unterhaltung, die man sich vorstellen kann. Übrigens, wir können es jetzt verraten, es gibt einen neuen Doppelstuhl bei The Voice of Germany. Jay und ich. So, sag mal was. Ja, ich freue mich drauf. Wenn es einem, zwei werden. Eins, zwei. Na kommt. Oh, Leute, ich sag euch, das ist so nervig, wenn man die ganze Zeit von so vielen Mädels verfolgt wird. Ey, das ist wirklich anstrengend. Das, ja. Aber hey, so ist das. Hey. Oh, Quatsch. Von lauter Schreck. Zurück im Studio. Heute schon der letzte Tag der Battles. Aber was ist denn da los? Hey, beim Posen sehen. Hier, live. Guck mal hier, da steht da der Ray. Jetzt hier, gute Pose. Und er, ihm zu Füßen kniet er, der Samu. Bist du da? Ja, wer ist denn da? Hallo, ich bin ja zu Hause. Ja, ich bin wieder zu Hause, du kleiner Mann. Hallo, du Zurück in Köln und es geht direkt weiter. Rudi und ich. Rudi chillt noch ein bisschen, aber jetzt geht's zu einer Sendung. Und vor allem geht es zur MMC. 6 Jahre bin ich durch dieses Tor zur Arbeit gefahren und heute mal wieder. Freier Tag, wo sind Rudi und ich? Im Baumarkt natürlich. Und wir haben jetzt Zement gekauft, denn ich werde heute
bei uns im Garten die Betonplatte ausgleichen. Also ich versuche es. Habe ich noch nie gemacht, aber so schwer kann das ja wohl nicht sein. Was willst du mir gerade sagen eigentlich? Wissen wir noch nicht, ne? Ja, Rudi, dann geh doch. Tschüss. Und das ist doch extra, oder? Dass hier draußen immer ein Rasenmähertraktor steht, ne? Den habe ich mir schon zum 18. Geburtstag gewünscht. Irgendwann werde ich auch nochmal so ein Ding haben. Irgendwann. Mein größtes Problem ist gerade Rudi. Ich habe jetzt zweimal da hinten diese Fläche ausgegleicht. Und zweimal ist Rudi über diese Fläche drüber gelaufen. Schön. Rudi. Nein, ach, Alter. Okay. Danke. Bleib jetzt da, Alter. Nein, und da. Ach, Alter, Rudi, ist dein Ernst jetzt? Ich wollte es eigentlich gerade nur zeigen.